Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 findet in Nord- und Mittelamerika statt. Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten werden das Turnier gemeinsam austragen, gab FIFA-Präsident Gianni Infantino bekannt. Die Dreierbewerbung setzte sich gegen Marokko durch. Das nordafrikanische Land hatte sich zum 5. Mal um die Austragung einer WM bemüht, stets vergebens. Wir schicken einen Gruß an unsere marokkanischen Freunde. Letztlich vereint der Fußball uns doch alle. Das ist der Geist der Weltmeisterschaft. Der Fußball überschreitet Grenzen und Kulturen. Von den 80 Spielen der WM 2026 sollen 60 in den USA und jeweils 10 in Kanada und Mexiko stattfinden. Endspielort ist East Rutherford in der Nähe von New York.